Sehr verehrte Damen und Herren, ich stelle Ihnen das Selbstverständnis des Jüdischen Museums Berlin im Rahmen seiner Online-Aktivitäten vor. Und da muss man zunächst vorweg sagen, aber ich glaube, das geht allen Beteiligten so, dass es schwierig ist, eine Institution zu repräsentieren bei einem solchen Thema, weil es das eine Selbstverständnis in einer Organisation wie dem Jüdischen Museum nicht gibt. Wir haben uns stark Gedanken gemacht darüber, wie wir das im Jüdischen Museum implementieren können und auch, was es an neuen Entwicklungen dazu gibt. Und deswegen haben wir festgestellt, dass wir einen großen Anteil der Mitarbeiter, die wir im Jüdischen Museum haben, in diesen Prozess mit einbeziehen müssen und dass es wenig Sinn hat, das einfach aus einer Direktionsebene in den Arbeitsbereich, in den einzelnen Arbeitsbereiche hineinzugeben. Das Jüdische Museum ist eine junge Gedächtnisorganisation. Sie ist jetzt mit der Dauerausstellung ungefähr 12 Jahre alt. Und es besteht der gesetzliche Auftrag, den ich Ihnen zitieren will, jüdisches Leben in Berlin und in Deutschland, die von hier ausgehenden Einflüsse auf das europäische und das außereuropäische Ausland sowie die Wechselbeziehungen zwischen jüdischer und nichtjüdischer Kultur zu erforschen und darzustellen sowie einen Ort der Begegnung zu schaffen. Daraus haben wir für uns selbst eine Vision entwickelt, die lautet für das Jüdische Museum: Das Jüdische Museum Berlin nimmt aktiv am gesellschaftlichen Diskurs teil. Wir sehen darin in der Teilnahme am Diskurs die Verwirklichung dessen, was wir für relevant in unserem Bereich halten. Und dieses Stichwort der Relevanz unserer Tätigkeit verfolgt uns und begleitet uns bei all unseren Überlegungen zu unseren Online-Aktivitäten. Aus der Vision haben wir eine Mission gebildet. Das Jüdische Museum Berlin vermittelt die Vielfalt der jüdischen Erfahrungen, indem es die Zeugnisse der Geschichte und Kultur der Juden in Deutschland und der deutschen Juden sammelt, bewahrt und interpretiert. Damit leisten wir einen Beitrag zu einer Gesellschaft, die damit lebt, dass ihre Mitglieder unterschiedlich sind und die ihnen gleiche Chancen auf Teilhabe am politischen und kulturellen Leben eröffnet. Und daraus haben wir eine strategische Zielsetzung entwickelt, die museumsspezifischer ist. Wir sind ein auf Bildung und Vermittlung ausgerichtetes Museum, das mit nationalen und internationalen Partnern vernetzt ist. Es ist unser Ziel, der bedeutendste Ort, das ist eine Zielsetzung, der bedeutendste Ort der Bewahrung und Erforschung von Zeugnissen aus der Geschichte und Gegenwart des deutschen Judentums zu sein und deren Relevanz aufzuzeigen. Wir heißen unsere Besucher als Gäste willkommen und eröffnen mit vielfältigen Angeboten sowohl intellektuelle Aufklärung als auch emotionale Erfahrung. Wir haben uns 12 Jahre lang intensiv Mühe gegeben, dies in unserer Dauerausstellung und mit unseren Wechselausstellungen zu erreichen und haben ein umfassendes Bildungsprogramm, wenn man so will, dazu entwickelt. Das heißt, wir haben einen besonders großen Schwerpunkt auf der, auf dem, was man einen museumspädagogischen Dienst nennt. Wir haben ungefähr 750.000 Besucher im Jahr, die die Dauerausstellung besuchen. Im Online-Bereich auf unserer Webseite, die auch tief in inhaltliche Informationen reingeht, sind es sehr viel mehr, die uns besuchen. Aber wir haben auch darüber Erkenntnisse gewonnen, wie viele Besucher sich letztendlich nur für die Besucherinformationen interessieren, also über die Öffnungszeiten und was man alles sehen kann und welche tiefer in die Informationen reingehen. Und da sind es ungefähr 300.000 bis 400.000 Besucher, die die Internetseite besuchen und sich für vertiefte Informationen über unsere Themen informieren wollen.
Wir haben uns entschlossen, und das war tatsächlich auch ein Schritt für uns, und wir haben uns sehr über die Initiative in diesem Bereich, die erneute Initiative der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gefreut mit der Berliner Erklärung, die Konfrontation. Wir haben ehrlich gesagt den Prozess gar nicht so stark mitbekommen, deswegen unsere Entscheidung hat nicht 3 Jahre, auch nicht 10 gedauert, sondern wenn es hochkommt, 3 Monate, dort beizutreten. Aber wir hatten auch intern eine Diskussion, und wer sich an die Podiumsdiskussion auf der Konferenz Zugang gestalten 2 erinnert, die hier an diesem Ort letztes Jahr stattgefunden hat, dann wird jedem klar sein, dass das Jüdische Museum die Berliner Erklärung begrüßt, weil sie einen Impuls in die Museumslandschaft bringt und wir uns deswegen voll und ganz mit ihr identifizieren können, aber dass unsere Überlegungen mehr dem Rijksmuseum entsprechen als den des Bildarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ich möchte noch mal die Einschränkung der Empfehlung zum offenen Zugang genau zitieren, damit ich Ihnen deutlich machen kann, was wir damit eigentlich meinen. Denn in der Berliner Erklärung heißt es wörtlich, unentgeltlich können die Digitalisate, beziehungsweise in der Best-Practice-Erklärung, unentgeltlich können die Digitalisate den Nutzern dann nicht zur Verfügung gestellt werden, wenn diese Daten für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Die Profite Dritter beruhen in diesem Fall auf den Investitionen der Kultureinrichtungen, die durch die jeweiligen gesetzlichen Aufgaben und Verpflichtungen und die rechtlichen Interesse der Rechteinhaber erforderlich sind, obliegt den Urhebern und Rechteinhabern. In welchem Maß hier Einschränkungen erforderlich und vertretbar sind, muss jede Einrichtung für sich selbst entscheiden, beziehungsweise im Einzelfall entscheiden. Und dem können wir uns voll anschließen, denn unsere Entscheidung wird auch pro einer kommerziellen Nutzung von unseren Digitalisaten ausfallen. Wir freuen uns über Bildkalender, 12 Tafeln, über Chanukka-Leuchter. Ob man sich über das Klopapier tatsächlich freuen soll, wahrscheinlich nicht, aber das muss man eben aushalten, diese Geschmacklosigkeiten, die es in dem Bereich immer gibt. Und wir haben ja auch in unserem Leitbild, dass wir in eine Gesellschaft unterstützen, die es aushält, dass ihre Teilnehmer unterschiedlich sind. Die kommerzielle Nutzung unterliegt also in der Berliner Erklärung der Einschränkung, dass ein freier Zugang nicht gewährt wird. Es bedarf in jedem Fall einer Genehmigung, und diese Genehmigung kostet im Zweifel Geld, was noch nicht mal das Schlimmste ist. Aber wir haben festgestellt, dass bei den Aktivitäten, die wir im Internet vornehmen, wenn wir uns selbst um den Rechteerwerb dessen kümmern, was wir im Internet zeigen wollen, dass dieser Prozess der eigentlich intensive und der eigentlich teure ist. Es ist nicht die Lizenzgebühr, die auch, die kann auch ärgern in dem einen oder anderen Fall, wenn man wirklich nur ein briefmarkengroßes Abbildung zeigen möchte und dann starke Lizenzgebühren anfallen. Für uns stellt das Problem tatsächlich dar, zu klären, wer die Rechte hat. Das ist ein enorm personalintensiver Vorgang, der die eigentlichen Kosten produziert. Aber wie gesagt, die Berliner Erklärung ist für uns ein äußerst positives und äußerst begrüßenswertes Signal, zu beginnen, einen freien Zugang tatsächlich flächendeckend zu gestalten. Und das JNB beabsichtigt, dieses zu tun. Das Jüdische Museum ist Teil unserer Gesellschaft, und so verstehen wir uns. Wir wollen aus dieser Gesellschaft heraus agieren, und wir stellen fest, unsere Gesellschaft ist eine kommerzielle Gesellschaft. Das heißt, dass Menschen innerhalb dieser Gesellschaft in aller Regel mit kommerziellen Motiven handeln. Und wenn wir ehrlich sind, und im Rahmen des Mittagessens haben wir auch schon ein bisschen darüber diskutiert, dann ist alles menschliche Handeln darauf gerichtet, die Grundversorgung sicherzustellen, und alles, was darüber hinaus stattfindet,
ist ein Glücksfall. Das gilt auch für all diejenigen, die in Kultureinrichtungen arbeiten, die dies häufig mit einer extrem hohen Motivation tun. Diese Motivation und dieses Glück, das zu tun, was einen gleichzeitig intellektuell befriedigt und worin man seine Aufgabe sieht, dient aber letztendlich auch dazu, ein Gehalt zu bekommen und davon ein Dach über dem Haus bezahlen zu können. Und letztendlich geht das allen so. Und deswegen haben wir keine Berührungsängste vor denjenigen, die auch Dinge von uns kommerziell nutzen wollen. Wir halten das für vollkommen normal, das zu tun. Und wir haben tatsächlich Schwierigkeiten damit, zu differenzieren, was ein kommerzielles und ein nicht kommerzielles Handeln ist. Das Jüdische Museum selbst ist wirtschaftlich relativ aktiv, vielleicht im Vergleich mit anderen Museen ein wenig aktiver. Wir geben uns da Mühe, eine möglichst gute Vermarktung auch dieses schönen Glashofes vorzunehmen. Wir versuchen, wenn wir tolle Ausstellungen haben, mit unserem Ausstellungskatalog Geld zu verdienen. Manchmal kommt da ein bisschen was rein. Wir versuchen, Merchandising-Produkte herzustellen, die wir über unseren Shop verkaufen und damit ein bisschen Geld zu verdienen. Wenn wir allerdings, und ich bin geschäftsführender Direktor dieser Organisation, uns anschauen, was das in einer vollkommen brutalen, realistischen Vollkostenrechnung bedeutet, das heißt, man Gebäudekosten, IT-Infrastrukturkosten und Personalkosten mit dazu nimmt, verdienen wir keinen müden Euro. Bei all den Aktivitäten, die wir an den Tag legen, wir könnten uns sogar, wenn wir das wirklich streng machen wollten, uns überlegen, macht es wirklich Sinn, das zu tun oder sind die Personalressourcen nicht eventuell doch sinnvoller eingesetzt, wenn wir uns um die Online-Stellung unserer Sammlungsgegenstände kümmern, statt ein Vermietungsgeschäft zu betreiben. Nun gibt es bei all dem auch noch Nebenmotive, was auch ein Eigenmarketing sein kann, aber ich habe da meine Zweifel und ich bin sehr gespannt von Ihnen zu hören, was die pragmatische Lösung bei der Unterscheidung zwischen kommerziell und nicht kommerziell tatsächlich ist, denn ich würde das Handeln des Jüdischen Museums immer eher als kommerziell sehen, weil wir Eintritt nehmen, wir verkaufen unsere Gegenstände, wenn wir ein Buch produzieren, wird das natürlich verkauft. All das ist ein kommerziell relevantes Handeln. Deswegen, die Unterschiede kann ich nicht oder kann ich nur schwer entdecken und ich halte sie für ein bisschen moralisch an den Haaren herbeigezogen, das tatsächlich zu unterscheiden und würde das auch ein wenig für die Stigmatisierung dessen Handeln halten, der sich dem natürlichen Trieb hingeht, mit seiner Tätigkeit auch Geld verdienen zu wollen, was vollkommen nachvollziehbar ist und was aber auch dazu dient, dass es eine offene und zugängliche Gesellschaft gibt, in der viele gute Dinge entstehen können, wie wir haben heute Morgen Google zweimal als schlechtes Beispiel gehört, aber Google ist eine gute Sache. Wir hätten das alles nicht, wenn es da nicht auch tragkräftige finanzielle Interessen gäbe. Das Jüdische Museum Berlin nimmt aktiv am gesellschaftlichen Diskurs teil. Gemeint ist damit, dass das Jüdische Museum Berlin gesellschaftliche Relevanz besitzen soll. Und zwar mehr Relevanz als darüber, dass es diesen Ort einfach nur gibt. Das heißt, wir wollen mit dem, was wir tun, reinwirken in die Gesellschaft und dafür sorgen, dass jüdisches Leben in Deutschland und Juden in Deutschland und deutsche Juden als etwas ganz Natürliches, Selbstverständliches, etwas, dem man sich vollkommen unverkrampft nähern kann und für das man sich interessieren kann, wahrgenommen wird. Das ist eigentlich alles. Das halten wir für relevant und wie gesagt, das ist unser Ziel, diese Relevanz zu haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir über das Online nachdenken, dass wir eine Online-Institution sein wollen. Und dafür haben wir uns überlegt, dass wir Folgendes machen. Das Jüdische Museum Berlin unterhält im Internet ein virtuelles Institut, das mit den Angeboten anderer nationaler und internationaler Institutionen, Portalen und Online-Projekten vernetzt ist. Es ist unser Ziel, wieder
ein Ziel, das bedeutendste Online-Kompetenzzentrum für die Erforschung und Vermittlung von Zeugnissen aus der Geschichte und Gegenwart der Juden in Deutschland und der deutschen Juden zu sein. Unsere vielfältigen Online-Angebote haben einen einladenden Charakter und ermöglichen weiterführende Recherchen. Wir stehen im Dialog mit unseren Besuchern und bieten unterschiedlichen Online-Communities ein Forum. Gleichzeitig, das ist online, wir haben eine Dauerausstellung. Und die Dauerausstellung halten wir nur deswegen, weil es einen Online-Bereich gibt, für alles andere als überflüssig. Das ist der eigentliche ästhetisch wirksame Ort, den wir weiterhin pflegen und weiterentwickeln müssen, der aber in Korrespondenz zu unseren Online-Aktivitäten treten wird. Und in der Implementierung unserer Tätigkeiten hinsichtlich der Umsetzung des Online-Konzeptes haben wir die Schlagwort rausgegeben, Online First. Das heißt, alle Inhalte, die wir produzieren, sollen sich zunächst im Netz spiegeln, weil das einfach schneller geht und in gewisser Weise auch befriedigender ist, sie so der Welt kundtun zu können. Aber sie sollen gespiegelt werden in der Dauerausstellung. Und deswegen ist der Prozess der Gestaltung einer und Entwicklung einer neuen Dauerausstellung auch parallel zu dem entstanden, was wir die Entwicklung einer Online-Strategie, einer weiteren Online-Strategie nennen und eine Überarbeitung unseres Konzeptes. Und da die Dingwelt ein wenig langsamer ist als die digitale Welt, werden wir mit der Umsetzung der Online-Strategie schneller sein. Aber es ist für uns ein sehr intensiver Prozess und es ist ein Prozess, an dem sehr viele Mitarbeiter des Jüdischen Museums beteiligt sind. Deswegen gibt es da viel Diskussion und braucht viel Zeit. Aber die Vision im Online-Bereich heißt deswegen, das Jüdische Museum Berlin nimmt online aktiv am gesellschaftlichen Diskurs teil. Die Mission folgt daraus, das Jüdische Museum Berlin vermittelt die Vielfalt der jüdischen Erfahrungen, indem es die Zeugnisse der Geschichte und Kultur der Juden in Deutschland digitalisiert, Langzeit archiviert und auf verschiedene Arten und Weisen online zugänglich macht und interpretiert. Mit unseren Online-Angeboten leisten wir einen Beitrag zu einer Gesellschaft, die damit lebt, dass ihre Mitglieder unterschiedlich sind und die ihnen gleiche Chancen auf Teilhabe am politischen und kulturellen Leben eröffnet. Aber es gibt natürlich auch Probleme. Das wollen wir tun. Wir befinden uns mitten im Prozess. Wenn Sie auf unsere Website schauen, werden Sie feststellen, allzu viele Sammlungsgegenstände sind da gar nicht veröffentlicht. Da arbeiten wir dran. Und wir müssen da, und das ist allen Museumskollegen, glaube ich, ein Begriff, die darüber arbeiten, wir müssen auch Aufklärungsarbeit im eigenen Haus leisten. Die Ängste sind durchaus vorhanden, die Sammlungsgegenstände mit ihren Metadaten auf die Welt loszulassen. Deswegen interessiert mich, wie die Diskussion im Rijksmuseum dazu geführt worden ist und ob es die da nicht auch gab und ob nicht jetzt alle glücklich sind, dass es das gibt. Das wäre schön zu hören. Aber es muss viel geklärt und diskutiert werden. Aber die Finanzen sind auch ein Problem. Das ist schon mehrfach angesprochen worden und Herr Frenz, Sie haben es auch erwähnt. Es ist durchaus eine Herausforderung, diese Digitalisierungsprojekte mit Bordmitteln vorzunehmen. Das Jüdische Museum ist eine gut ausgestattete Institution. Sie können das, glaube ich, hier beobachten, aber wir sind auch nicht luxuriös ausgestattet. Also wir können nicht 2, 3 Stellen aus dem Hub zaubern und für 100.000 Euro Equipment kaufen und jetzt mal innerhalb von 2 Jahren so alles richtig schön glatt ziehen. Deswegen möchte ich einen Vorschlag machen. Herr Rodekamp, ich habe Ihnen schon erzählt, und zwar die Gedächtnisorganisation einen Vorsteuerabzug einzuräumen, wenn Sie sich dazu bereit erklären, die Digitalisierungsprojekte von Sammlungsgegenständen einzuführen. Das ist jetzt umsatzsteuerlich ein bisschen spitzfindig und rechtsdogmatisch wahrscheinlich schwer vertretbar. Aber es ist eine Möglichkeit, auf Bundesebene, Landesebene und kommunaler Ebene unmittelbar freie Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese Digitalisierungsprojekte und diese Aktivitäten zu finanzieren.
wahrscheinlich mehr als auskömmlich zu finanzieren. Für das Jüdische Museum, ich habe das einmal hochgerechnet, liegt die frei werdenden Mittel bei ungefähr 10%. Das ist extrem viel, was damit freigesetzt werden kann an Mitteln. Den Vorsteuerabzug einzuräumen bedeutet, dass man diese Organisation behandelt wie Unternehmen, umsatzsteuerrechtlich. Das heißt, die Umsatzsteuer, die auf Rechnungen von Dritten gezahlt wird, bekommt man vom Finanzamt wieder. Dafür würden wir sogar Umsatzsteuer abführen auf unsere Eintrittspreise. Das sozusagen eine Spitzfindigkeit, aber das wäre ein Deal, den könnte man machen. Es wäre kein Nullsummenspiel. Und der große Vorteil, ich sage es nochmal, liegt darin, dass man eine sehr schnelle, über die gesamte Bundesrepublik sich streuende und die Heterogenität der Kulturlandschaft respektierende Kulturförderung in diesem Bereich hätte. Die andere Schwierigkeit ist das Urheberrecht nach wie vor. Und auch das habe ich schon erwähnt, die Interessen zwischen den Kultureinrichtungen und vor allem zwischen den professionellen Rechteverwaltern sind nach wie vor nicht ausgeglichen. Wir verstehen zwar einander, die Ansätze voneinander und auch die, woher es kommt, aber mein Gefühl ist, auch mit den Gesetzesinitiativen, die es in der vergangenen Legislaturperiode gab, ist noch nicht wirklich getan, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht. Und ich erwähnte schon, die Rechteklärung ist vor allen Dingen das Problem, was Prozesse deutlich ins Stocken bringt. Man hat die Sachen digitalisiert, man hat sie fotografiert und man ist nicht auf der sicheren Seite. Dazu hören wir auch morgen einige Beispiele noch, was das für Folgen haben kann. Die Schwierigkeit besteht darin, dass jedes Unternehmen, jeder privatwirtschaftlich Handelnde, würde das Risiko, was damit verbunden ist, in Kauf nehmen. Gedächtnisorganisationen sind aber in der Regel staatlich organisiert und staatliche Organisationen und ihre handelnden Personen sind schon dazu verpflichtet, rechtmäßig zu handeln. Also man muss sich zumindest, würde ich sagen, in 99,99% der Fälle ans geltende Recht halten, sonst hat man ein Problem und kann nicht laufend auch gegen zivilrechtliche Normen und so weiter, das Urheberrecht ordnungsrechtliche enthält, gegen die vor allen Dingen nicht verstoßen. Das heißt, man muss die Rechte klären. Hat man sie nicht geklärt, kann man es eigentlich machen, nicht machen. Man kann es mal im Ausnahmefall machen, aber man kann es nicht flächendeckend. Deswegen ist das Problem der Rechteklärung tatsächlich getan. Mein Vorschlag in dem Bereich ist, die Enquete-Kommission zu verengen. Internet und Gesellschaft, die letztes Jahr im Bundestag sich zusammengefasst hat, das Urheberrecht ist ein gesellschaftsübergreifendes Thema. Es ist nichts für einen vereinzelten Rechtsausschuss. Kulturelle Fragen spielen da eine Rolle, wirtschaftliche Fragen, aber auch staatsorganisatorische Fragen spielen da eine Rolle. Deswegen nochmal zusammengefasst die zwei Vorschläge: Vorsteuerabzugsberechtigung und Weiterführung der Enquete-Kommission. Vielen Dank.